Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt mache ich heute mal wieder was anderes. Und zwar eine Szenenanalyse. Ich analysiere eine Szene aus dem Film Tar von Todd Field aus dem Jahr 2022 mit Cate Blanchett als Lydia Tar in der Hauptrolle. In dieser Szene, die gewissermaßen das Herzstück des Films darstellt, geht es um den Konflikt zwischen Ethik und Ästhetik und das Verhältnis von Künstlerin und Kunstwerk. Aber keine Sorge, ich mache keine Filmanalyse, ich bleibe philosophische Dilettante. Auch wenn eine filmische Analyse hier sehr spannend wäre. Daher hier ein paar Eckdaten. Die Szene, die ich besprechen möchte, beginnt nach 25 Minuten Laufzeit. Es ist ein mehr als 10 Minuten andauernder Longtake, es gibt also keine Schnitte, sondern es ist eine zusammenhängende Kamerafahrt. In der Szene gibt Lydia Tár eine Masterclass in der Musikschule Juilliard. Sowohl Cate Blanchett als auch die Kamera bewegen sich dabei frei durch den Vorlesungssaal und führen eine Art Ballett auf. Zugleich sorgen Kameraeinstellungen und das Schauspiel von Cate Blanchett dafür, dass ein Machtungleichgewicht entsteht zwischen Lydia Tár und dem Schüler Max, mit dem sie in dieser Szene einen Konflikt austrägt. Hier wird also kein Dialog auf Augenhöhe geführt, sondern Tár spielt bewusst ihre Macht aus, um diesen Konflikt zu gewinnen. Entsprechend sind die vielen Sophismen, also rhetorischen Tricks, die Tár benutzt, um diesen Konflikt zu gewinnen, kein Versehen, das Todd Field unterläuft, sondern er hat sie bewusst in das Drehbuch eingebaut, um etwas über den Charakter Tár zu erzählen. Dennoch spricht auch hier und da der Autor durch die Seiten, wie ich finde. Und immer wenn das passiert, werde ich explizit darauf hinweisen. Springen wir in die Szene mit einer kleinen szenischen Einführung. Die Szene beginnt mit Max im Vordergrund, der vor einem kleinen Orchester steht und es dirigiert. Tár steht im Hintergrund. Doch in dem Moment, wo wir Max erblicken, unterbricht sie schon sein Dirigieren. Sie tritt an ihn heran und legt die Hand auf seinen Arm. Sie fragt ihn, warum er sich für die Musikschule Juilliard entschieden hat. Und Max entgegnet, weil es die beste ist. Tár stellt daraufhin sein Motiv in Frage und damit auch schon seine Legitimität, überhaupt hier zu sein. Sie kitzelt aus ihm heraus, wer ihn inspiriert hat. Und Max entgegnet Sarah Chang. Chang ist eine amerikanische Violinistin mit koreanischen Eltern. Sie ist eine der erfolgreichsten Violinistinnen der Welt. Max selbst ist auch Violinist. Das Stichwort nutzt Tár, um damit zu beginnen, das Stück herabzuwürdigen, für das sich Max in seiner Aufführung entschieden hat. Wow. I can see why you would choose to conduct a piece like this. Must be a familiar pleasure in presiding over a bed of strings that behave as if they're tuning. Die Herabwürdigung ist ein sophistischer Trick, den Tár in der ganzen Szene immer wieder anstelle von Argumenten anbringt. Sie macht das, um diskursive Hegemonie herzustellen. Die Herabwürdigung erfüllt dabei eine doppelte Funktion. Einerseits erniedrigt sie Tars diskursiven Gegenspieler Max, hält ihn klein und lässt ihn so argumentativ nicht die Oberhand gewinnen. Auf der anderen Seite findet diese Auseinandersetzung vor einem Publikum statt und die Herabwürdigung erfüllt den zusätzlichen Zweck, diesem Publikum zu signalisieren, wer die Hoheit in diesem Gespräch hat. Tár nennt als nächstes das von Max ausgesuchte Stück Very en courant. Das ist ein fancy Ausdruck dafür, dass das Stück hip ist. Die Anweisung der Komponistin in der Partitur lesen sich laut Tár wie René Recepis Rezept für Rentier. René Recepi ist ein dänischer Koch. Sein Restaurant wurde mehrfach als das Beste der Welt ausgezeichnet. Mit diesem Satz würdigt Tár also nicht nur die Komponistin herab, indem sie ihr sogar den Status als Musikerin abspricht. Sie lässt zugleich auch eine latent stereotype Anmerkung fallen, da Recepi Däne ist, muss er natürlich Rentier kochen. Schließlich schickt sie Max mit einem "It is exciting to play new music" von der Bühne. Damit bezieht sie sich auf neue Musik, eine Strömung in der klassischen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, die versucht zu erweitern, was klanglich, harmonisch, melodisch und rhythmisch in klassischer Musik ausdrückbar ist. Tár lässt durchblicken, dass sie nichts davon hält. Tár nimmt als nächstes die Studentin Olive Kerr dran und fragt, was sie denn von dem hält, was sie gerade gehört haben. Kerr findet das Stück pretty awesome, es habe eine große atonale Spannung. Tár stimmt zu, was die Spannung anbelangt, nicht was den ästhetischen Wert betrifft. Die Glückseligkeit sogenannter atonaler Musik
könne man intellektuell betrachten oder intellektuell darauf masturbieren. Die wichtige Frage sei aber, was man dirigiert. Wichtig ist an dieser Stelle, dass Tarr noch nicht ein inhaltliches Argument gebracht hat, was denn eigentlich so schlecht sei an neuer Musik. Ich glaube nicht, dass Ästhetik rein subjektiv ist. Ich finde, man kann sich durchaus inhaltlich streiten, was schön ist und was nicht. Aber dafür muss man eben Argumente bringen und das hat Tarr bislang nicht gemacht. Stattdessen hat sie nur Sophismen benutzt, sprachliche Tricks. Tarr spricht weiter und nennt nun erstmals ein inhaltliches Argument. Gute Musik muss zwei Fragen beantworten. Was ist ihr Effekt? Was macht sie mit mir? Sie wendet sich wieder Max zu und fragt, Max, was denkst du? Max beruft sich auf die Komponistin des Stücks, das er dirigiert hat, Anna Thorvaldsdottir. Anna Thorvaldsdottir ist eine renommierte isländische Komponistin, die mit Orchestern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet hat. Laut Max sagt sie, dass sie von Form und Struktur der Landschaft beeinflusst wurde, in der sie aufgewachsen ist. Max hat hier seinerseits einen Sophismus eingesetzt. Er hat Tars Frage nicht beantwortet, was er denkt, sondern Name-Dropping verwendet. Er glaubt also, wenn die Komponistin das gesagt habe, dann muss es ja wohl stimmen. Doch als nächstes schränkt er das sofort wieder ein, mit dem Satz, er sei sich nicht sicher, ob sich das auf those actual sounds bezieht. Wichtig ist, dass Max hier das Name-Dropping nicht aus einer Position der Stärke macht, wie es Tarr die ganze Zeit tut, sondern aus seiner persönlichen Unsicherheit heraus. Er glaubt, seine eigene Meinung sei hier nicht so wertvoll, deswegen sagt er die Meinung oder Interpretation der Komponistin. Aber hier wird auch zum ersten Mal die Frage aufgemacht, wer denn eigentlich das Sagen hat, wie ein künstlerisches Werk zu interpretieren ist. Wie es zu verstehen ist. Der oder die Autorin oder der oder die Rezipientin. Diese Frage ist eine von zwei Fragen, die die weitere Szene bestimmen wird. Tarr begeht den nächsten Sophismus, indem sie gar nicht auf das Argument von Max eingeht, so schwach es auch sein mag, sondern dieses nur kommentiert mit very Punkt Kontrapunkt, deutsche Formulierung auch im Film. Ein Kontrapunkt ist eine Gegenstimme zu einer Stimme in einer Komposition. Tarr kommentiert also nicht den Inhalt von dem, was Max gesagt hat, sondern lediglich seine Performance, dass er erst das eine gesagt hat und das dann sofort wieder eingeschränkt hat. Sie demonstriert damit erneut, dass sie in einer Position der Macht ist. Die Intention von Anna Thorvaldsdottir sei vage, wenn man das überhaupt sagen könne. Erneut wird hier das eine zentrale Thema gestreift. Fragt euch selbst, wie oft kennt ihr die Intention einer Künstlerin, wenn ihr ihre Komposition hört und müsst ihr sie kennen, um diese Komposition gut finden zu können? Wenn die Intention der Komponistin vage sei, wie solle man dann als Dirigentin überhaupt eine Position dazu einnehmen können? Fragt Tarr rhetorisch. Hier bringt sie ein weiteres wichtiges Element in die Beziehung zwischen Autorin und Rezipientin mit ein. Denn Musik ist eine zweiphasige Kunst. Musik wird komponiert und dann, insbesondere bei klassischer Musik, in der Regel von jemand anderem aufgeführt. Bei der Frage, was sie bedeutet, haben also AutorIn, InterpretIn und Rezipientin ein Wörtchen mitzureden. Tarr räumt ein, dass es Zeiten geben könne, in denen man als Dirigentin keine andere Wahl habe. Wenn man vor einem Orchester steht und so tue, als gäbe es diese unsichtbaren Strukturen. Aber sie betet ihre Studierenden an, dass sie sich die Peinlichkeit ersparen sollen, ein Auto ohne Motor zu verkaufen. Oh boy, das ist spannend, denn Tarr offenbart hier ein unglaublich altes Musikverständnis. Und mit alt meine ich nicht okay Boomer alt, sondern mindestens 100 Jahre alt. Und offen gesagt in der Ästhetik auch gar nicht mehr ernst zu nehmen. Denn Tarr sagt, dass alles, was zählt, die Frage sei, was hat sich der Autor dabei gedacht? Und das ist schlicht falsch. Insbesondere, da sie auf die unsichtbaren Strukturen rekurriert. Das scheint mir ein klarer Verweis auf den Strukturalismus zu sein, wonach sich die Bedeutung eines Kunstwerks nicht aus der Intention der Künstlerin ergibt, die, by the way, per Definition unsichtbar ist, sondern aus der Stellung des Symbols im Symbolsystem, aus den Beziehungen zu anderen Symbolen und den Differenzen zu ihnen. Durch die Strukturen, zu denen es in Beziehung und in Kontrast steht. Aber vor allem, diese Strukturen sind gerade bei klassischer Musik nicht unsichtbar. Sie stehen auf dem fucking Notenblatt. Und darauf hatte Tarr vorher auch schon mal rekurriert. Auf das, was auf dem Notenblatt steht. Man kann Symbolsysteme in ein Spektrum eingliedern zwischen komplett analog, Malerei und komplett digital. Und die Partitur der klassischen Musik ist komplett digital.
Sie ist ein Code. Die Partitur ist eine eindeutige Zuordnungsvorschrift. Noten lassen sich in Töne transkribieren und umgekehrt, ohne Informationsverlust. Tar tut hingegen so, als gäbe es diesen Code nicht, als wäre alles, was es gäbe, die Intention der Künstlerin. Und gerade bei dieser Intention müssen wir uns ja fragen, wie kommt sie aus dem Kopf des Autors in meinen Kopf? Und es kann gar keinen anderen Weg geben als über Kommunikation, also über Symbolsysteme, wie zum Beispiel die Partitur eines ist. Und damit will ich nicht sagen, dass sich Musik nicht verschieden interpretieren lässt, so wie es Tar uns in Kürze vorführen wird. Aber in der Trias, Künstlerin, Interpretin und Rezipientin, liegt die Macht der Interpretation bei der Interpretin. Mit anderen Worten, das ist Tars fucking Job, dem Auto einen Motor bauen. Tar fährt fort. Nun sei es an der Zeit, Musik zu dirigieren, die wirklich etwas von dir verlangt, so Tar. Musik, die jeder kennt, aber anders hören wird, wenn die Studierenden sie für das Publikum interpretieren. Das ist das zentrale Verständnis von Tar als Dirigenten. Das ist eine konservative Position, aber nicht unerhört. Sie hat hier ihren zentralen Wert dargelegt, worauf es ihr als Dirigentin ankommt. Diesen Wert müssen wir nicht teilen, aber da sie in dieser Szene als Lehrerin auftritt, ist das genau die Art von Wegweiserin, die wir uns wünschen. Schauen wir daher einfach mal, wie sie fortfährt. Als nächstes fragt Tar Max, warum nicht eine Kyrie? Kyrie Eleison bedeutet Herr erbarme dich und ist der Beginn einer christlichen Litanei, also eines traditionellen Gebetes, das im Wechselgesang vorgetragen wird. Es gibt diverse klassische Stücke, die diese Litanei vertonen. Es ist schon ziemlich random, warum Tar ausgerechnet das vorschlägt. Das ist eigentlich ein klassischer Whataboutism. Ein Whataboutism ist ein Sophismus, bei dem ich vom Thema ablenke, statt einen Punkt auszudiskutieren. Hier dreht sich die Diskussion eigentlich um die Frage, was sind die Qualitäten von Anna Thorvaldsdottirs Komposition, und Tar entgegnet, but what about Bach? Und genau das brauchte das Drehbuch, denn Tar fragt Max als nächstes, warum er nicht Bachs H-Moll-Messe ausgewählt hat. Weirdly specific. Max antwortet, I'm not really into Bach. Tar quittiert das mit Unglauben. Um das hier einzuordnen, dadurch, dass Tar bislang noch kein inhaltliches Argument gebracht hat, was gegen Anna Thorvaldsdottir spricht, war quasi alles, was sie gesagt hat, bis zu diesem Zeitpunkt, I'm not really into Anna Thorvaldsdottir. Sie hatte eben noch kein Argument dargelegt, warum Bach Thorvaldsdottir überlegen sein sollte. Sie setzt das einfach kontrafaktisch voraus. Als nächstes fragt Tar Max, ob er das Schweizer Buch gelesen habe. Albert Schweitzer war ein deutsch-französischer Arzt, Philosoph, evangelischer Theologe, Organist, Musikwissenschaftler und Pazifist. Und hat ein Buch über Bach geschrieben. Max hat es nicht gelesen. Tar sagt, er solle das. Das sei ein wichtiger Text. Rhetorisch war das wieder der Sophismus des Name-Droppings. Wenn Albert Schweitzer dachte, dass Bach geil war, dann muss Max das ja wohl auch einsehen. Und dieses Name-Dropping verdoppelt Tar jetzt noch einmal. Und zwar dadurch, dass sie sagt, Antonia Brico dachte auch, dass das Schweizer Buch ein wichtiger Text sei. Es wird also die Quelle, die belegen soll, dass Bach wichtig ist, erneut per Name-Dropping als wichtig ausgezeichnet. Womit ich nicht sagen will, dass das Buch von Schweitzer nicht tatsächlich gut ist, aber Tar liefert erneut kein inhaltliches Argument. Ihr geht es eben immer nur darum, die Oberhand in der Diskussion zu behalten. Antonia Brico jedenfalls war eine amerikanische Dirigentin. Und wie wir von Tar erfahren, besuchte sie Albert Schweitzer in Afrika. Das stimmt, das tat sie wohl sogar mehrfach. Allerdings weiß ich nicht so recht, ob das nur wegen seines Buches über Bach der Fall war, so wie Tar das hier behauptet, denn Schweitzer und Brico kannten sich, seit Brico ein Kind war. Und sie waren befreundet. Allerdings war Schweitzer Organist, und als Brico ihn als Kind spielen hörte, inspirierte sie das dazu, mit dem Klavierspiel zu beginnen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Brico und Schweitzer sich in Afrika über Bach unterhalten haben. Aber dass sie den berühmten Arzt nur wegen des Buches über Bach besucht habe, ist der nächste Sophismus, mit dem Tar ihre SchülerInnen manipuliert. Es ist der Fehlschluss der Akzidenz, denn das Buch war sicherlich nur nebensächlich und bildete nicht das Wesen für Bricos Besuch in Afrika.
Tar meint als nächstes, irgendwo habe sie ein Bild von Brico mit Tropenhelm. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur ein Blümchen ist, um die Anekdote auszuschmücken oder zum nächsten Abschnitt des Gesprächs überleiten soll, der der zweite zentrale dieser Szene ist. Denn der Tropenhelm ist ein vielfach kritisiertes Symbol des Kolonialismus und Albert Schweitzer war berühmt dafür, ihn getragen zu haben. Sein Denkmal in Weimar trägt ebenfalls einen Tropenhelm und ist nicht zuletzt deswegen auch schon öfter kontrovers diskutiert worden. Wie hängt das jetzt mit Tar zusammen? Nun, sie kehrt zu Bach zurück und fragt Max, hast du denn schon einmal Bach gespielt oder dirigiert? Max entgegnet. Honestly, as a BIPOC, pangender person, I would say Bach's misogynistic life makes it kind of impossible for me to take his music seriously. BIPOC steht für Black, Indigenous and People of Color. Und pangender bedeutet, dass Max sich nicht in das traditionell binäre Geschlechterschema einordnet. Sondern, dass seine Geschlechtsidentität sowohl traditionell als männlich als auch traditionell als weiblich klassifizierte Elemente umfasst. Es ist schon auffällig, dass Todd Field hier die Geschlechtsidentität pangender gewählt hat. Versteht mich nicht falsch. Ich unterstütze euer Recht auf das Ausleben eurer Geschlechtsidentität. Und wenn ihr euch als Pangender identifiziert, gut für euch. Aber ich denke, es ist fair zu sagen, dass diese Geschlechtsidentität relativ selten ist. Und das meine ich damit, wenn ich sage, es ist auffällig, dass Todd Field sich ausgerechnet für Pangender entschieden hat und nicht für geläufigere Geschlechtsidentitäten wie Trans, Non-Binary oder Gender Fluid. Denn, wie wir im weiteren Verlauf der Szene sehen werden, geht es Todd Field nicht darum, eine unterrepräsentierte Geschlechtsidentität zu zeigen. Max' Geschlechtsidentität spielt nur noch ein einziges Mal in ein paar Minuten eine Rolle und da wird sie gegen Max eingesetzt. Ich sehe hier einen alten weißen Cis-Mann, der sagt, ach ja, diese crazy Kids von heute, was die sich nicht alles ausdenken. Und ich glaube, wir hören unverhohlen den Autor aus Tars nächstem Satz sprechen, wenn sie sagt, What do you mean by that? Aber bevor wir darauf eingehen, lasst uns über den Pudel sprechen. Denn hier sind wir auf des Pudels Kern gestoßen. Max ist nicht bereit, die Kunst vom Künstler zu trennen. Max' These lautet, dass Bach misogyn war und dass er deshalb nicht bereit ist, seine Musik zu spielen. Und damit hat Max etwas gemacht, was uns Tar bisher vorenthalten hat. Er hat ein inhaltliches Argument geliefert, allerdings ist es ein ethisches und kein ästhetisches Argument. Wir stehen also vor zwei Fragen. Erstens, ist das Argument stichhaltig? War Bach wirklich so schlimm, dass wir seine Musik nicht mehr spielen sollten? Und zweitens, wann ist es legitim, Kunst aus ethischen Gründen abzulehnen? Tar entgegnet also, What do you mean by that? Schenken wir ihr erst einmal wohlwollend Glauben, dann ist es eine Aufforderung an Max, seine These weiter auszuführen. Finde ich gut. Max, hatte er nicht ungefähr 20 Kinder? Tar, ja, das ist belegt. Zusammen mit einer beachtlichen Menge an Musik. Tar zweifelt also nicht die These an, dass Bach viele Kinder hatte. Maxens Schlussfolgerung, dass er deswegen misogyn war und damit auch meine Frage 1, ist das Argument stichhaltig, wird nicht weiter thematisiert. Und auch in dieser Entscheidung, das einfach so stehen zu lassen, sehe ich wieder Todd Field, der die Augen über diese woken Gen Zler verdreht und fragt, What do you mean by that? Aber dabei dürfen wir nicht vergessen, dass der Drehbuchautor selbst ja Max diese Worte in den Mund gelegt hat und dessen Argument damit so schwach gemacht hat. Denn viele Kinder zu haben ist kein Indikator für Misogynie. Dafür müssen wir uns nur einmal überlegen, wie lang die Begründungskette sein muss, um die These, dass Bach misogyn war, mit dem Indiz, dass er viele Kinder hatte, zu untermauern. Schauen wir uns den Begründungsgang an. Erstens, Bach hatte 20 Kinder. Zweitens, wenn ein Mann 20 Kinder zeugt, dann bedeutet das, dass eine oder mehrere Frauen diese Kinder austragen mussten. Drittens, mit Blick auf die Zeit, in der Bach lebte und auf seinen beruflichen Erfolg, ist es nicht unplausibel, dass er seinen beiden Frauen den Großteil der Care-Arbeit überließ. Viertens, ferner müssen wir als stützende These annehmen, dass die beiden Frauen keine intrinsische Motivation hatten, so viele Kinder zu bekommen. Und fünftens, whatever. Fünftens,
Außerdem müssen wir ausschließen, dass bei der Familienplanung die hohe Kindersterblichkeit eine Rolle spielte. Denn nur 10 von Bachs 20 Kindern erreichten das Erwachsenenalter. Und selbst wenn wir all diese Thesen annehmen, ist es immer noch ein sehr wackeliger Schluss, Bach nicht nur sexistisch, also nicht an Frauenrechten interessiert zu nennen, sondern explizit misogyn, also frauenfeindlich oder frauenhassend. Auch hier wieder, ich habe wenig Ahnung von Bach und will ihn nicht verteidigen. Aber weil Bach 20 Kinder zeugte, deswegen war er misogyn, ist kein logischer Schluss. Es ist noch nicht einmal ein plausibler Schluss, wenn wir Ockhams Rasiermesser bedenken, wonach eine Schlussfolgerung umso wackeliger wird, umso mehr Hypothesen sie hat. 5 teilweise sehr komplexe Hypothesen machen die Schlussfolgerung angreifbar. Ich möchte auch nicht allzu viel über Todd Fields Motivation spekulieren, wenn ich das anspreche, denn es reicht vollkommen zu sagen, dass es seinen Film schlechter macht. Wenn ihr unsere Frage 2, wann ist es legitim, Kunst abzulehnen, anhand so eines schwachen Falls bespricht. Es wirkt leider so, als wüsste er nicht genau, wovon er schreibt, wenn er das als Paradebeispiel für die Woken Kids von heute annimmt. Denn wenn ich mir tatsächlich Diskussionen betrachte, wie die Debatte, ob Kant rassistisch war und wir seine Texte deswegen heute noch lesen sollten, dann sind die Argumente für das Canceln von Kant wesentlich stärker. Und es gehört zu einer guten Debatte und zu einem guten Film, der sich mit diesen Debatten auseinandersetzt, dass ich in hermeneutischem Wohlwollen das stärkstmögliche Argument meines Gegenübers annehme und mich damit auseinandersetze. Was Todd Field hier macht, ist ein Strohmann-Argument. Er legt der Gen Z Worte in den Mund, die so klingen, als könnte sie sie äußern, aber bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass es nicht der Fall ist. Naja, lass uns mal weiterschauen, denn da steckt noch mehr drin. Ta erwidert, dass ihr unklar ist, was Bachs Skills im Ehebett mit der H-Moll-Messe zu tun haben. Ich folge ihr in dem Argument aus den eben dargelegten Gründen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Aber worauf sie eigentlich hinaus will, ist die These, dass man die Kunst vom Künstler trennen sollte. Das ist eine der am heißesten diskutierten Fragen an der Schnittstelle zwischen Ästhetik und Ethik in der zeitgenössischen Popkultur. Sie hier umfassend zu besprechen, würde den Rahmen sprengen dieser eh schon ausufernden Besprechung. Aber ich möchte ein paar Eckpfeiler einschlagen, warum die Frage so heiß diskutiert wird und warum sie so schwer zu beantworten ist. Es hängt damit zusammen, dass wir hier einerseits ein Dilemma haben. Und dass andererseits sehr viele auch intime Lebensbereiche berührt werden. Das Dilemma im Grunde der Frage ist, was ist wichtiger, Ethik oder Ästhetik? Hier, wie bei jedem Dilemma, ist essentiell, dass ich diese Frage nicht ohne negative Konsequenzen beantworten kann. Wenn du dich immer für Ethik entscheidest, dann droht unsere Welt zu verarmen. Denn wo ziehst du die Grenze? Wie schlecht muss eine Künstlerin sein, damit wir seine oder ihre Werke nicht mehr rezipieren dürfen? Es liegt im Wesen des Menschen, dass wir nicht nur gut handeln, dass wir böse, dumme, gemeine Dinge tun. Wie viel moralisch Schlechtes reicht, damit ein Kunstwerk tabu ist? Und welche Moral legen wir an? Deine Werte unterscheiden sich von meinen Werten. Aber ein Dilemma wäre kein Dilemma, wenn nicht auch die andere Option, die strikte Trennung von Kunst und Künstlerin, nicht auch negative Konsequenzen hätte. Diese entspringen daraus, dass Popkultur in unserer Welt einen so hohen Stellenwert hat und mit Erfolg in der Kunst auch Macht einhergeht. Sollten wir Harvey Weinstein seinen jahrzehntelangen Missbrauch durchgehen lassen, weil Miramax so viele geile Filme produziert hat? Wenn J.K. Rowling öffentlich gegen Transmenschen agitiert, dann steigt das Risiko, dass Transmenschen Opfer von transfeindlicher Gewalt werden. Und jedes Mal, wenn Roman Polanski einen Filmpreis erhält, führt das dazu, dass die Frauen, die er vergewaltigt hat, sein Gesicht in den Medien sehen müssen. Mit anderen Worten, es führt zu Leid. Das ist das Spannungsfeld, in dem sich diese große Frage befindet. Und deshalb ist es nicht möglich, sich klar und widerspruchsfrei für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Hinzu kommt, dass Kunst uns prägt und zugleich ein riesiges Geschäft ist. Entsprechend Fragen der Identität, des Erwachsenwerdens, der Macht und viele weitere Themenkomplexe hier mit hineinstrahlen. Doch folgen wir erst einmal Ta weiter in ihrer Argumentation. Ta sagt, sure, alright, whatever. Das ist deine Wahl. Womit sie ihren vorgetäuschten Wunsch nach Verständnis schon wieder ad acta gelegt hat. Dann sagt Ta, after all, a soul selects her own society. Aber die Kehrseite dieser Entscheidung, after all, closes the walls of one's attention. Damit zitiert Ta Emily Dickinsons Gedicht The Soul Selects Her Own Society. Dickinson schreibt: The soul selects her own society, then shuts the door to her divine majority, present no more.
Unmoved, she notes the chariots pausing. At her low gate, unmoved, an emperor be kneeling upon her mat. I've known her from an ample nation. Choose one, then chose the valves of her attention like stone. Für Dickinson ist das ein Wert. Die Seele sucht sich eine Person aus, mit der sie etwas zu tun haben möchte. Der Rest der Welt muss draußen bleiben. Dickinson schreibt, dass die Seele nichts anderes braucht als diese eine Gleichgesinnte. Da mögen Streitwagen vor ihren Toren halten oder Imperatoren niederknien. Die Seele bleibt davon ungerührt, hat sie ihre Wahl nach der besten Gesellschaft doch bereits getroffen. Dickinson fordert die gemeinsame Isolation und fordert das Schließen der Ventile, die die Außenwelt ausschließen. Was Dickinson mit dem Prädikat göttlich belegt, kehrt Tarr ins Negative. Versteht es nicht als ein Loblied auf das autonome Ich, das losgelöst von der Welt entscheiden kann, womit es sich umgibt. Sondern sieht das Schließen der Ventile der Aufmerksamkeit als ein Verlust an. Diesen kurzen Abschnitt in Tars quasi monologischem Dialog mag ich sehr. Mit zwei Zeilen aus einem Gedicht hat sie uns beide Lesarten dieses Gedichts von Emily Dickinson hingeworfen. Denn ich kann sowohl einen Wert in der selbstgeschaffenen Isolation sehen, es ist ein Safe Space, als auch einen Verlust, es ist eine Echokammer, die nur meine eigene Stimme verstärkt und verhindert, dass ich für neue Einflüsse offen bleibe. Doch indem Tarr das nur implizit andeutet, mit einer Referenz, die man erst einmal verstehen muss, hat sie in einem performativen Widerspruch selbst die Tore geschlossen. Tarr will gar nicht, dass alle sie verstehen. Sie will sich über die Crottins erheben und damit macht sie genau das, was sie im nächsten Abschnitt wieder kritisiert. Viele Symphonieorchester würden sich heutzutage als Silos aufspielen, die entscheiden, was akzeptabel ist und was nicht. Sie sehen es als ihr imperiales Recht an, für die Crottins zu kuratieren und daher lege einen Gewinn darin, Maxens Allergie zu untersuchen. Slippery as it is. Mit Slippery as it is spielt Tara darauf an, dass sie ein Slippery Slope-Argument macht. Das Argument sagt, dass wenn man einen bestimmten Schritt getan hat, auf eine schiefe, glatte Ebene gerät und nicht mehr anhalten kann. Im Grunde ist es das Argument, das ich oben schon expliziert habe. Wenn du ein Kunstwerk verbannst, weil seine Schafferin etwas moralisch Schlechtes getan hat, gerätst du in Gefahr, alle Kunstwerke zu verbannen, denn wir Menschen sind keine engelsgleichen Wesen und moralische Fehltritte liegen in unserer Natur. Wir bräuchten keine Ethik als Lehre vom Guten und Bösen, wenn es nicht dem Menschen inhärent wäre, auch böse zu handeln. Zugleich spricht Tarr Max aber auch jede Legitimität ab, indem sie seine Haltung als Allergie diskreditiert, also als krankhaftes Symptom. Sie leugnet damit, dass das von mir angesprochene Dilemma existiert. Natürlich wieder einmal ohne jegliches Argument, sondern nur durch das sophistische Mittel der Herabwürdigung. Tars Examinierung von Maxens Allergie besteht in der Frage, kann klassische Musik, geschrieben von einem Haufen hetero, österreichisch-deutschen, zur Kirche gehenden, Typen für uns erhaben sein. Sowohl individuell als auch kollektiv. Und wer, wenn sie fragen darf, entscheidet das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß mit Sicherheit, dass Picasso misogyn war. Er hatte eine Affäre mit der minderjährigen Françoise Gillot. Er erkannte die mit ihr gezeugten Kinder nicht an, erniedrigte sie so sehr, dass sie ihn verließ und überschüttete sie anschließend mit Hass. Als Gillot später mit Luc Simon verheiratet war, brachte Picasso sie dazu, sich von Simon scheiden zu lassen, in der Annahme, Picasso werde sie heiraten, um so die gemeinsamen Kinder anzuerkennen. Nur, um dann zu erfahren, dass der 72-Jährige schon längst wieder mit der 27-jährigen Jacqueline Rock verheiratet war. Alles Dinge, die ich zutiefst verachte. Doch empfinde ich das Gefühl der Erhabenheit, wenn ich vor einem seiner Bilder stehe. Und ich kann mich des Geniekults nicht entziehen, wenn ich an die Meisterleistung denke, die Zentralperspektive aufzugeben. Verurteilst du mich dafür? Mit welchem Recht entscheidest du, dass ich als Individuum oder wir als Gesellschaft dieses Gefühl der Erhabenheit nicht empfinden dürfen? Was ist dein Argument? Und wie löst du das beschriebene Dilemma zwischen Ästhetik und Ethik auf? Doch vor allem und am perfidesten, wenn ich sage, ich respektiere, dass du Picasso ablehnst, du mir aber nicht zugestehst, dass ich Picassos Bilder toll finde, weil für mich Ästhetik ein höherer Wert ist als Ethik,
Wer von uns beiden ist dann moralischer? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Das macht eben ein Dilemma aus. Und umso toller finde ich, dass Tarr diese Fragen hier aufwirft und damit das Dilemma offenlegt. Eher rhetorisch fragt Tarr als nächstes, was ist mit Beethoven? Mag Max ihn? Denn sie als U-Haul-Lesbe ist sich nicht so sicher, was Old Ludwig betrifft. Der Ausdruck U-Haul-Lesbe bezieht sich auf ein Stereotyp lesbischer Kultur, wonach manche Lesben schon nach dem zweiten Date zusammenziehen. U-Hauls sind amerikanische Umzugswagen, vergleichbar mit dem Status, den der Mercedes-Sprinter bei uns hat. Das ist eine epische Vorausdeutung auf Tars Charakter und ihre Affären, die uns im Laufe des Films enthüllt werden und die ich nicht vorwegnehmen möchte. Auch wenn Tar sich über Beethoven nicht sicher ist, tritt sie ihm dennoch von Angesicht zu Angesicht gegenüber und findet sich Nase an Nase mit seiner Bedeutung und Tragweite wieder, mit seiner Unausweichlichkeit. Da stecken wieder zwei Dinge drin. Zum einen bringt Tarr sich hier als Interpretin in der Trias Komponistin, Dirigentin, Publikum wieder ins Spiel. Deutet an, dass sie ein Wörtchen mitzureden hat, gibt einen Hinweis darauf, wie wir die Kunst vom Künstler trennen können und deutet die nächste Phase der Szene an, auf die wir gleich eingehen werden. Denn zunächst gilt es noch eine Frage zu elaborieren, bei der wir es uns nicht zu einfach machen sollten. Kann es Kunstwerke geben, die so bedeutend sind, dass sie ihren Schaffer, egal wie problematisch er gewesen sein mag, übersteigen? Nehmen wir Richard Wagner. Er war glühender Antisemit. Aber Wagner veränderte auch die klassische Musik. Sie war nach ihm nicht mehr die gleiche wie vorher, hatte sich maßgeblich weiterentwickelt. Wagner erfand, nicht im Alleingang, aber maßgeblich, das Leitmotiv. Eine Technik, die in jeder zweiten Filmmusik von heute vorkommt. Denkt an die Hobbits aus dem Herr der Ringe. Hört ihr die Melodie? Und die von Luke Skywalker? Können wir sowas ignorieren? Sollen wir verbieten, dass Leitmotive in Filmen verwendet werden, weil ein Antisemit sie erfunden hat? Es ist kompliziert. Tarr jedenfalls bittet Max, sich neben sie ans Klavier zu setzen, um einen ähnlichen Blick auf Bach zu wagen. Sie spielt das Präludium C-Dur, Bach-Werkverzeichnis 846. Rhetorisch fragt sie Max, ob ihr Spiel des Stücks nicht filigran sei. Nun zeigt Tarr uns, was es heißt, dass eine Interpretin sich ein Stück aneignet und spielt das Stück erst wie eine Klavierschülerin im ersten Jahr und dann wie Schröder, der für Lucy spielt. Schröder ist der Pianist aus den Peanuts. Als nächstes spielt sie das Stück im Stile von Glenn Gould, einem der berühmtesten Pianisten aus dem 20. Jahrhundert. Erst durch diese Variationen gelange man ins Innere des Stückes, verstehe, was es wirklich ist. Eine Frage und eine Antwort, die eine weitere Frage hervorruft. In Bach stecke Demut. Bach tue nicht so, als wäre er sich über irgendetwas sicher. Denn er weiß, dass es immer die Frage ist, die den Hörenden involviert. Es ist niemals die Antwort. Und die große Frage für Max sei, was denke er? Bevor wir Max' Antwort anschauen und damit den nächsten Abschnitt des Gesprächs, lasst uns kurz durchatmen. Hammer! Ich liebe diese 1,5 Minuten. Allein darüber ließe sich eine ganze Dissertation schreiben. Skizzieren wir es grob. Was macht Tarr? Sie spielt Variation. Variationen zeigen einerseits, welche Macht die Interpretin in der von mir viel besungenen Trias hat. Zumindest in zweiphasigen Künsten hat die Interpretin eben jene Macht, die Kunst vom Künstler zu trennen. Sie kann sich ein Stück aneignen, es zum eigenen machen. Deshalb konnte Daniel Barenboim Wagner in Israel spielen. Nicht, weil er dessen Antisemitismus ignorierte, sondern weil er sich die Musik aneignete. Die wunderbaren Klänge nicht den Menschenfeinden überließ, die sie als Banner nur allzu gerne vor sich hertragen. Barenboim entriss die Musik den Nazis, den Alten wie den Neuen, und sagte, seht her, ihr kriegt uns nicht tot. Ich spiele diese Musik. Das ist die Macht des Interprets, die dabei helfen kann, die Kunst vom Künstler zu trennen, zumindest bei zweiphasigen Künsten. Wenn wir Roland Barth folgen, dann aber auch bei jeder Kunst, denn wir sind alle Interpreten. Zugleich ist die Variation aber auch nicht losgelöst vom Text, den sie interpretiert. Ich sagte ja, der ist digital, die Noten sind immer gleich. Doch in der Art, wie sie spielt, eignet sich die Interpretin die Partitur nicht nur an, sie hilft uns auch, sie zu verstehen. Jede Variation fügt dem Urtext etwas hinzu. Und dann zeigt Tarr uns auch noch, wie sie das macht, indem sie sich dem Mittel der Etikettierung bedient. Musik denotiert im Normalfall nichts. Im Gegensatz zu Sprache oder Bildern steht sie für nichts in der Welt. Sie ist zunächst einmal gegenstandslos. Es gibt Ausnahmen, wie schon das erwähnte Skywalker-Theme, das fest mit dem Ding
Luke Skywalker verbunden ist, dass es repräsentiert, oder die Nationalhymne, die für das Ding Bundesrepublik Deutschland steht. Aber das sind seltene Fälle. Im Normalfall denotiert Musik erst einmal nichts. Dennoch ist Musik nicht bedeutungslos, sie exemplifiziert. Das heißt, sie besitzt Eigenschaften, auf die sie sich bezieht. Das sind einerseits buchstäbliche Eigenschaften. Das Präludium ist in C-Dur, im Viervierteltakt und noch vieles mehr. Aber das Stück exemplifiziert auch metaphorische Eigenschaften. Wichtig dabei ist, dass das Stück diese Eigenschaften besitzen muss. Ein Musikstück in Moll kann nicht Freude zum Ausdruck bringen. Aber dennoch sind die Möglichkeiten der Interpretation nahezu grenzenlos. Wie können wir sie einschränken? Zum Beispiel, indem wir Etiketten benutzen. Und genau das macht Tar, indem sie das Stück mit Frage, Antwort, Anschlussfrage etikettiert, können wir diese Eigenschaften plötzlich hören. Das gleiche geschieht mit Nikolai Rimsky-Korsakows Stück Hummelflug. Dadurch, dass es den Namen Hummelflug trägt, können wir den Hummelflug hören. Und schlau wie Tar ist, nutzt sie Etikettierung auch gleich dafür, unser Bild von Bach zu ändern. Wir hatten ihn bislang mehr oder weniger erfolgreich mit dem Etikett misogyn verbunden. Tar bietet uns jetzt Demut an und sofort hören wir die Demut in Bach. Das Etikett ist dabei clever gewählt, denn ich weiß nicht viel über Bach, außer irgendwas mit Kirche, und in diese Sphäre passt das Etikett ganz exzellent. Was Tar gemacht hat: Sie hat uns gezeigt, welche Macht sie als Interpretin hat. Sie hat dem Auto einen Motor gebaut oder eben die Kunst vom Künstler getrennt. Nicht komplett, aber weit genug für eine Aneignung. Und jetzt sagt mir bitte, dass das nicht geil ist. Und so, wie ich Todd Field vorhin kritisiert habe, so muss ich ihn jetzt hier loben. Denn er macht jetzt etwas verdammt Schlaues. Diese 1,5 Minuten sind das Herzstück der Szene. Und wir wollen alle fuck ja schreien, Banner mit dem Namen Tar schwenken und Max zwingen, Bach zu spielen. Doch selbst in diesem brillant argumentierten Moment lässt Todd Field Tar einen Sophismus reinstreuen wie eine bittere Wacholderbeere. Tar begeht einen Widerspruch. Sie sagt, Bach tue nicht so, als wäre er sich über irgendetwas sicher. Nur, um sich sofort zu widersprechen, dass Bach sich sicher ist, dass es immer die Frage und niemals die Antwort ist, die den Hörenden involviert. Das ist ein logischer Fehler und zugleich zeigt er uns wieder einen Charakterzug von Tar auf. Denn sie war, von einigen rhetorischen Ausnahmen abgesehen, in dieser Szene nie in der bescheidenen Position der Fragenden. Sie wollte nie wirklich verstehen, was Max an Anna Torvalds dort hier mag, und genauso wenig, ob es ethische Gründe geben kann, einen Komponisten abzulehnen. Stattdessen hatte sie immer gleich die Antwort parat. Und genau darin ist sie Max sehr ähnlich, denn der hat keine Frage, sondern sagt jetzt, sie spielen wirklich gut. Aber heutzutage sind weiße, männliche Cis-Komponisten nicht mein Ding. Cis bedeutet, dass man die sexuellen Organe des Gender hat, mit dem man sich identifiziert. Das ist ein reines Geschmacksurteil. Ich sagte vorhin, dass ich nicht glaube, dass Kunst rein subjektiv ist. Tar hat eben fantastische Argumente gebracht, warum Bach gut ist, auch wenn er nicht mein Ding ist. Doch Max zieht sich komplett auf den Subjektivismus zurück. Er bietet uns kein weiteres inhaltliches Argument an, sondern argumentiert nur damit, dass er es nicht mag. Dagegen kann niemand etwas sagen. Auf "Das ist nicht mein Ding" mit "Doch" zu antworten, ist eine Kategorienverletzung, weil ich anderen Personen ihre Gefühle oder ihren Geschmack nicht vorschreiben kann. Aber eben darum ist es auch kein gültiger Zug in diesem Sprachspiel. Denn dann brauchen wir gar nicht mehr über Kunst zu sprechen, abgesehen von einem Daumen hoch oder Daumen runter wie im alten Rom. Aber was wir hier hören, ist meines Erachtens wieder der Drehbuchautor, der einen perfiden kleinen Trick vollführt, welcher nur dazu dient, Tars großes Schlussargument vorzubereiten. Denn ursprünglich hatte Max aufgrund einer Handlung oder einer Eigenschaft Bach abgelehnt. Bach sei misogyn. So schwach das Argument auch war, so legitim ist die Position, Menschen für misogyne Handlungen abzulehnen. Doch hier argumentiert Max plötzlich essentialistisch. Er lehnt weiße, männliche Cis-Komponisten an sich ab. Das Prädikat heutzutage ist dabei verräterisch, denn so spricht doch kein Mensch. Heutzutage lehne ich Kartoffelpüree ab. Aber so schreibt ein alter Mann, der sich über die Kids heutzutage aufregt, über die Jugend von heute. Tars Antwort: Sei nicht so eifrig dabei, dich verletzt zu fühlen. Das wiederum ist das Schneeflockenargument. Snowflake ist eine Beleidigung, die ihren Ursprung im Film Fight Club hat und zu einem rechten Kampfbegriff wurde.
Als Snowflake werden linksliberale Menschen von Rechten bezeichnet, mit der Intention, ihnen ein übertriebenes Gefühl der Einzigartigkeit, ein ungerechtfertigtes Anspruchsdenken, übermäßige Emotionen, leichte Kränkungen und die Unfähigkeit, mit anderen Meinungen umzugehen, zuzuschreiben. Das Ziel ist, den Diskurs so zu verschieben, dass nicht mehr über Fragen der Gerechtigkeit diskutiert wird, sondern über die Rechtmäßigkeit von unterstellten Gefühlen, die Menschen haben, wenn man diskriminierende Positionen vertritt. Es geht nicht darum, was Max fühlt, wenn er Bach hört. Es geht um Fragen der Macht. Weiße, heterosexuelle Cis-Männer sind in dieser Welt an der Macht, seit wir Menschen angefangen haben, unsere Geschichte aufzuschreiben. Es ist eine berechtigte ethische Fragestellung, ob diese Macht nicht mit anderen Bevölkerungsgruppen geteilt werden sollte. Man kann das Argument führen, wie ich es hier mitunter getan habe, dass die Frage, ob wir Bach spielen oder nicht, nichts daran ändert, wer an der Macht ist. Aber das hat nichts mit Max Gefühlen zu tun. Und jeder Versuch, diese ethische Debatte darauf zu reduzieren, ist der Sophismus der Diskursverschiebung. Ta fährt fort. Der Narzissmus der kleinen Differenzen führt zu den langweiligsten Konformitäten. Damit beruft sie sich auf Sigmund Freud, der in Das Unbehagen in der Kultur schreibt: Der Narzissmus der kleinen Differenzen sei eine unbequeme und relativ harmlose Befriedigung der Aggressionsneigung. Missgunst unter ansonsten gleichgestellten Menschen sei nicht aufzuheben. Es erleichtere aber den gemeinschaftlichen Zusammenhalt, wenn die Aggression statt nach innen auf benachbarte, nahestehende Gemeinschaften gerichtet werde. Mit anderen Worten, Tarr unterstellt Max, dass er in der gleichen Machtposition wie ein weißer, heterosexueller Cis-Mann ist und nur aus Missgunst handelt. Sorry, aber das ist einfach nur Bullshit. Tarr kleidet hier ein Nicht-Argument in so pompöse Worte, dass es uns nicht auffallen soll. Niemand kann behaupten, dass ein Musikschüler, der zudem eine Person of Color ist, in der gleichen Machtposition ist wie ein weltberühmter Komponist. Nichtsdestotrotz steckt da ein winziger Wahrheitsnugget drin. Ich beschäftige mich ja gerade mit Judith Butler. They stellt sich die Frage: Wenn wir unsere Geschlechtsidentitäten, unsere ethnischen Zugehörigkeiten, unsere sexuellen Orientierungen und unser körperlich-mentales Spektrum immer weiter ausdifferenzieren, wie schaffen wir es dann, die rassistische, cis-heteronormative, patriarchale Machtstruktur aufzubrechen? Und tatsächlich sehe ich in öffentlichen Debatten immer wieder progressive Menschen sich in Infights verzetteln, weil die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront unterschiedliche Vorstellungen von progressiv haben, weshalb die Machtstruktur kaltlächelnd bestehen bleibt. Butler sagt, meinem Verständnis nach, betont eure kleinen Differenzen gerne im ersten Schritt, um euch im zweiten Schritt solidarisch zu zeigen. Max räumt als Zeichen des Kompromisses ein: Ich vermute, Edgar Varèse ist okay. Ich mag Arcana. Edgar Varèse war ein in die USA emigrierter französischer Komponist des 20. Jahrhunderts. Arcana ist eine symphonische Dichtung für großes Orchester. Ich habe keine Ahnung, warum Max ausgerechnet Edgar Varèse okay findet. Da er in der Szene mittlerweile komplett eingeschüchtert ist, ist nicht verwunderlich, dass er keine Argumente liefert. Aber ich sehe hier auch mal wieder die Blätter des Drehbuchs rascheln. Denn Max kurzer Satz gilt nur als Stichwort für einen Redeschwall von Tarr, der später im Film ihren Niedergang begründet. Max müsste sich im Klaren sein, dass Edgar Varèse einmal berühmterweise gesagt habe, Jazz sei nur ein N-Wort-Produkt, Film ausgesprochen, das von den Juden ausgebeutet wurde. Das habe Jerry Goldsmith nicht daran gehindert, Varèse abzuzocken für seinen Planet der Affen-Score. Jerry Goldsmith war einer der berühmtesten Filmkomponisten aller Zeiten. Er war rumänisch-jüdischer Abstammung und hat sich von Edgar Varèse für seinen Herr der Ringe-Score inspirieren lassen. Ein alltäglicher Vorgang. Wir sprachen ja schon über Wagner. Das Tarr, diesen Prozess der musikalischen Tradition als Abzocke bezeichnet, bedient heftig ein antisemitisches Klischee vom kulturstehlenden Juden, das nicht zuletzt Wagner propagierte. Tarr begeht diese Stereotypisierung allerdings nicht intentional, denn sie erkennt Goldsmiths Leistung als perfekt
direkte Beleidigung an. Nichtsdestotrotz sind auch in Konnotationen transportierte Antisemitismen gefährlich und sollten unterlassen werden, da seit Jahrtausenden so Erzählungen fortgeschrieben werden, die immer wieder zu großem Leid von JüdInnen geführt haben. Tar fährt fort. Das Problem, wenn man sich als ultraschallgesteuerter Dissident einschreibt, was immer auch das bedeuten mag, klingt halt geil, wa? Das Problem dabei sei, wenn man Bachs Talent reduzieren könne auf sein Gender, Geburtsland, Religion, Sexualität und so weiter, dann ginge das auch mit Maxens Talent. Eines Tages, Max, wenn du in die Welt hinausgehst und Gastdirigent bist, eines größeren oder kleineren Orchesters, wirst du feststellen, dass die Musiker Beurteilungsblätter auf ihren Ständern haben werden, mit denen sie dich beurteilen. Was wünschst du dir? Welche Kriterien sie anlegen, wenn sie das machen? Dein Partiturlesen und deine Stabtechnik oder lieber etwas anderes? Wow, hier kann ich wirklich nur noch Slow Clapping einfügen. Geil, wa? Ich habe einige feiernde Kommentare dazu auf Social Media gesehen. Und ich muss euch sagen, das ist wirklich absolut genialer Bullshit. Denn Tar tut so, als habe Max soeben Diskriminierung erfunden. Aber in Wirklichkeit werden heute schon alle anderen auf dieser Welt neben ihren Handlungen auch für ihre Hautfarbe, Nationalität, ihr Gender, ihre Sexualität und ihre Religion bewertet. Alle außer weißen, heterosexuellen, christlichen Cis-Männern. Die nehmen wir als Norm an. Wir Normies müssen uns für nichts rechtfertigen, außer für unser Talent. Bei allen anderen fließt ihre Identität immer schon in die Bewertung ein. Und, ich sagte es bereits, das ganze Argument kann nur gemacht werden, weil Todd Field einen perfiden Shift von Handlungsethik hin zum Essentialismus gemacht hat. Wir sind ja ursprünglich von der schwachen These ausgegangen, Bach sei misogyn. Er wurde also noch nicht mal auf irgendeinen der von Tar aufgezählten Marker reduziert, sondern auf eine Einstellung, der gewisse Handlungen zugrunde liegen. Und anhand dieser Handlungen und nicht an dem Wesen von Menschen kann man den bereits beschriebenen Konflikt zwischen Ethik und Ästhetik austragen. Eine Schlusspointe hat Tar noch. Sie will Maxens Ding, seine Kriterien berücksichtigen. Anna Torvaldsdóttir wurde in Island geboren und Anna sei auf eine Waldorf-Lehre Art und Weise eine super heiße junge Frau. Wie könne man irgendetwas davon mit Max zusammenbringen, fragt Tar. Und an dieser Stelle kapituliert Max und verlässt mit "You fucking bitch" den Raum. Was Tar hier macht, ist, den Narzissmus der kleinen Differenzen selbst auf Max anzuwenden, aber sie verwendet ihn als Strohmann. Lasst uns, um das zu verstehen, noch einmal zum Anfang der Szene zurückkehren. Max ließ eine Komponistin spielen. Tar wollte von ihm, dass er stattdessen einen alten weißen Mann aufführt. Das gesellschaftspolitische Argument, das Todd Field verhandelt, ist auf Seiten der Gen Z, wir haben jetzt 5000 Jahre lang nur die Kultur alter weißer Männer aufgeführt, lasst uns doch auch mal die andere Bevölkerungsgruppen präsentieren. In einem perfiden Trick machte Todd Field dann in der Mitte der Szene daraus, man darf auf gar keinen Fall mehr irgendeinem alten weißen Mann eine Bühne bieten. Und das wurde am Ende von ihm unglaublich glorreich widerlegt. Indem er die von Judith Butler geforderte Solidarität zwischen diskriminierten Gruppen aufgab, sie gegeneinander ausspielte und sich auf Seiten der alten weißen Männer schlug. Sorry, aber dieser Teil der Argumentation war leider von vorne bis hinten nur Schattenboxen eines Dudes, der den Kern des Arguments nicht verstanden hat. Aber mit einem dicken Ausrufezeichen versehen, clever damit verwoben, war eine Diskussion über die Trennung von Kunst und Künstler mit Hilfe der Mittelstellung der Interpretin. Und diese Debatte war Zucker. Lasst uns dafür noch einmal Tars letzten Worten in dieser Szene lauschen. Tar ruft Max hinterher, du bist ein Roboter. Unglücklicherweise ist der Architekt deiner Seele Social Media. You wanna dance the mask, you must service the composer. Der Spruch wird auch im Trailer verwendet, was immer er bedeuten mag. Man müsse sich als Dirigent sublimieren, sein Ego und seine Identität. Man müsse vor der Öffentlichkeit und Gott stehen und sich selbst auslöschen. Und damit zeigt Lydia Tar noch einmal, dass sie ihre eigene Rolle,
die sie uns in der Mitte der Szene mit den Variationen so wunderbar vor Augen führte, selbst nicht verstanden hat. Denn der oder die Dirigentin macht nichts weniger, als sich selbst auszulöschen. Er oder sie eignet sich das Stück an, um so einen Dialog mit diesem zu führen. Das tat das und ihre eigene Rolle darin nicht versteht, trägt im Laufe des Films zu ihrem Niedergang bei. Wie finde ich Tar jetzt? Mein Urteil ähnelt dem, das Dennis Scheck mal über die Bücher von Papst Benedikt XVI. Geäußert hat. Ich habe mich viel geärgert, aber das stets auf hohem Niveau. Und da ich keine Schneeflocke bin, wählt meine Seele trotz des Narzissmus der kleinen Differenzen dennoch die Gesellschaft dieses nicht unproblematischen, aber dennoch sehr spannenden Films. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.